Unternehmen in der Downtime-Falle. Was passiert, wenn das Rechenzentrum ausfällt und welcher Schaden daraus entsteht, wie Sie Ausfallzeiten minimieren und die Wartung besser planen, das alles erfahren Sie im Webcast von Computerwoche. Vielen unserer Kunden genügen klassische Methoden zur Downtime-Minimierung nicht. Insbesondere dann, wenn man ein 24-7-Geschäftsmodell fährt. Insofern ist es wichtig, dass man eine Downtime nahe Null hat. Ja, Ausfallzeiten sind eigentlich nicht akzeptabel. Das Business ist hier ganz klar. Das Business möchte null Ausfallzeiten haben und das Business möchte vor allem Realtime arbeiten. Und das sind zwei Anforderungen, die wir momentan mit der Technologie nicht wirklich abdecken können. Bis SAP kam und eigentlich mit dem Near-Zero-Downtime-Konzept ein sehr interessantes Konzept auf den Tisch gebracht hat. Ja, Downtime-Zeiten, wie Herr Wander schon sagte, sind eigentlich nicht mehr akzeptabel in der heutigen Zeit. Für mich gehören sie irgendwo in die Steinzeit der IT. Wir garantieren mit diesem Service dann die Downtime, die wir im Vorfeld geschätzt haben. Wir garantieren auch die Systemkonsistenz. Also ich denke, SAP trifft mit dem Service auf jeden Fall den Nerv der Anwender im Markt. Schalten Sie ein und registrieren Sie sich jetzt.